Tschut, tschut. Tut. So, hast du jetzt noch eine Idee für da hinten? Ich bau. Warte mal. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Hallo, herzlich willkommen, liebe Technik-Freaks, hier bei Technik-Studio. Da oben geht das? Attention, attention, sur le repart. Das geht. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut gelöst. Jetzt kommen wir zurück, fahren wir wieder her. Okay, ich mach jetzt mal so ein richtiges Rollenspiel. Ja. Moment, also wie das denn, also so ein Fallballspiel. Feldstudie, wie läuft das? Man kommt oben rein. Oh, heute ist aber ein schöner Tag. Oh, ich glaube, ich fahre mal mit der U-Bahn heute. Ist ja so sicher. Oh, da ist ja schon eine da. Muss ich ja gar nicht warten. Wie bei der Bahn. Düdüdüd. Auf geht's. Tschuuuut. Auch eine schöne Fahrt. Oh, servus. Ah! Ja, du musst dann zum Anhalten hier den Schalter. Kannst du es während der Fahrt machen, den Schalter umlegen? Ja, müsste immer unten sein. Wir müssten, wenn wir das passieren, eigentlich geht das nicht, dass wir... Oh Gott, das geht ab wie Luzi. Gibt es das nicht eine Möglichkeit, dass wir dann hier eine Schiene reinlegen? Hier vorne, die dann den Schalter betätigt durch das Überfahren der Schiene. Dass du dann automatisch stehen bleibst, oder was? Genau. Das machen wir jetzt. Willst du denn stehen bleiben? Ja, das ist doch, hier ist doch mein Zuhause, hier muss man stehen bleiben. Ja, dann lass doch einfach so, dann lass ihn doch auf schwarz. Das ist Pflichthaltestelle, aber nein, es müsste ja technisch gelöst sein. Du willst so eine Aktivierungsschiene, ja, das geht schon. Da gibt's doch die Aktivierungsschiene. Ja, ich baue mal, okay? Ja, ich mach dann hier hinten, die muss ja dann eingebuddelt werden hier. Nee, muss sie nicht. Doch, mit Redstone. Da muss eine Redstone-Leitung zum Schalter. Nee, da brauchst keinen Schalter, glaube ich, oder? Doch, natürlich, der muss doch den Schalter umlegen. Der Schalter ist verbunden mit unserer Bremse. Wollt ihr, was labert der Bergi für einen Scheiß? Ja, der Schalter ist verbunden mit der Bremsen. Der Schalter, wenn ich den Schalter 3,5 Sekunden lang drücke, ne? Dann kommt vielleicht auf der anderen Seite eine nicht äquivalente Fluxgleichung heraus. Ist das so? Ist so, ja. Ich messe. Ich habe jetzt mal das Ding angelegt. So, pass mal auf, das hier ist eine Aktivierungsschiene, ne, sozusagen. Aktivierungsschiene, die kommt hier rein. Da, so, ja, subi, ne? So, Aktivierung. Und jetzt muss Redstone, ja, muss Redstone hier entlang, hoch, ja, an den Schalterblock. An den Schalterblock, von hinten dran geht's von hinten dran gebimmert, jetzt gucken wir mal. So. Jetzt ist es an. Jetzt ist es auf. Und jetzt pass mal auf, jetzt kommen wir mal mit dem Ding. Komm mal mit dem Ding. Ob das dann direkt zugeht. Tschut, tschut. Warte, ich muss mal... Oh, das ist gerade offen. Ist gefährlich. Jetzt mach ich's auf. Ich bin sehr gespannt. Ich komme. Das war keine Aktivierungsschiene. Das ist eine Aktivierungsschiene. Nein. Die muss... Da ist so eine Platte. Sieht aus wie eine Platte. Ich habe mir das ja vorher... Ach, du willst so eine Plattenschiene haben? Ja, ja. Guck, die aktiviert doch nichts. Die muss doch jetzt den Schalter umlegen. Also eine Sensorschiene. Ich weiß es nicht. Doch, die heißt Sensor, weil die so einen Sensor hat. Wenn man drüber fährt, dann passiert was. Das möchtest du. Ja, muss ja. Ah, dann tut mir leid. Guck mal, hier, das passiert ja nichts. Ja, die aktiviert das dann, glaube ich, wenn du. Warte mal. Nee, guck, wenn ich da drüber fahre, passiert doch nichts. Doch, pass mal auf, fahr mal drüber. Warte, ich komme wieder. Komm wieder. Andere Richtung. Komm wieder angefahren. Komm mal. Tschüss. Ja, jetzt hast du es ja ausgemacht. Nee, die macht gar nichts. Was genau, die macht nichts. Das heißt, du musst doch irgendwas machen. Du hast Kacke gebaut. Ein Scheiß. Nee, lass doch den Redstone. Ey, hau dir mal das Spitzhacken. Was? Ich nix verstehen. Bloß bauen. Ohne Scheiß, oder? Aber echt so, das ist wie auf dem Bau, ne? Ja, wie auf dem Bau, ey. Ne? Was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt, du Drecksprenger, Drecker-Tar? Na, gut ist da. Genau so läuft es. Wenn der Meister da zieht. Wenn der Meister da zieht. Und pack deine Hosen ein. Genau so. Leg der Döner weg. Wir haben 1 Uhr. Meine Fresse. Alter Schwede. Oh, so, jetzt hast du so eine Plattenschiene gebaut. Hä, wie baut man jetzt denn so eine Touchplatte hier? Die recherchieren, konnte ich doch, recherchieren. Ich konnte die doch immer bauen. Ja, musst du recherchieren. Recherchieren, wie kann man denn so eine scheiß Platte bauen, ey? Ich glaube nicht. Ja, guck doch fix. Ich gucke mal, Druckplatte. Das war doch nicht so schwer, eine Druckplatte zu bauen, ey. Nee, ist es auch nicht. Ja. Nee, nicht eine Druckplatte, du musst ja Schienendruckplatte bauen. Nein, wirklich, du hast keine Ahnung. Aber das geht mit Cobblestone nicht, deswegen. Ich brauche ein Holz. Du musst... Nein, das geht nicht.
Das hat, ne, das ist Static-Berechnung. Das hat hier mit dem Cobblestone geht das nicht, ne? Birgit, du hast keine Ahnung. Lass mich mocken hier. Der Peggy, der mockt das. Der mockt das schon durch. Hier, Sensorschiene für den Bergi, sein Bahnhof-Gedingens. So, und dann tun wir da eine Sensorplotte. Leute, plotte da rein. Und dann so, Sensorplotte. Warte mal, das geht nicht mit. Warte mal. Sensordruckplatte, das ist aber falsch. Wieso geht nichts? Ach, das muss Steindruck sein. Entschuldigung. Haben wir noch Stein? Bergi guckt sich da den. Warte mal, das ist falsch. Das hab ich jetzt gemacht. Gott, das wird aber langsam Wahnsinn. Kennst du die? Also, mir ging es früher immer so. Ich war ja damals, in ein paar Fächern in der Schule war ich ja richtig gut und in manchen war ich ein absoluter Vollidiot. Aber ich hatte immer die Streber so unter Kontrolle, dass ich dann. Es gab bei uns wirklich solche Physikstreber. Manche waren alles coole Leute eigentlich. Halt ein bisschen strebsam. Ja. Und die habe ich dann immer. Die haben manchmal gut befreundet mit denen. Und dann haben die immer einem was erklärt. Oder wenn denn diese. Kennst du diese Lernkreise? Genau das ist es! Was ist, du hast richtig gebaut. Guck! Ja, ist ja der Hammer. Aber warte mal, wenn ich muss jetzt aber zurück. Warte mal. Fahr doch mal langsam, du scheiß Ding. Jetzt. Nee, also der Schalter funktioniert nicht. Ja, pass auf, das ist nämlich deswegen, weil wir hier noch einen Schalter haben. Der muss weg, der Schalter. Nee, der Schalter ist richtig. Nein. Der Schalter legt doch das Ding um. Der Schalter muss doch aktiviert werden mit dem Redstone. Nein, pass auf, das Gleis muss aktiviert werden. Ach so. Siehst du, wenn wir das so... Aber ich will das ja zubauen. Ich will, dass man es nicht sieht. Ja, dann machen wir gleich. Fahr mal drüber. Nur testen. Und dann legen wir das alles eine Etage tiefer. Müsste nämlich auch gehen. Schieb mal noch so eine Lore hier drüber, Bärsch. Mann. Einmal mit Profis arbeiten. Wie auf der Baustelle. Ja, Chef einmal. Mit dem Polier arbeiten. Ja, genau. Ja, und dann hatte ich die immer Kontrolle, wenn die dann Lernkreise gemacht haben. Und dann geht's wieder zu? Ja, jetzt ist es wieder zu. Also von der anderen Seite bremst du. Aber von der Seite fährst du durch. Ja, scheiße. Bremst gar nicht. Weil er dann aufgeht. Ja. Der Schalter muss da sein. Der Schalter ist sozusagen das Sperrglied. Deswegen habe ich es eingebaut. Nee, den Schalter, der war doch richtig. Warum baust du denn jetzt den Schalter nicht ran? Pass auf. Ich erkläre dir das gleich nochmal. Das wird in meiner Welt funktioniert das so. Doch, funktioniert das nicht, du. So, jetzt pass auf. So and so. Und dann leg mal den Schalter um, Bursch. Ach, das ist kein Schalter mehr. Upsi. So, und jetzt fahren wir über die Scheiße. So ist es offen. Ja, und dann bremst du, wenn du jetzt drüber fährst. Das wolltest du doch, oder nicht? Jetzt soll der Schalter umgelegt werden durch das Drüberfahren. Ja. Und dann ist das Ding immer zu. Brutz. Das heißt, dass das die Schiene hängt am Schalter und der Schalter hängt an der Platte. So muss das sein. Ja, aber so wird das nicht. Ja, so wird das. Pass auf, weg. Ja, scheiße läuft das. Ja, das geht so nicht. Vielleicht brauchen wir dann einen Repeater oder einen Verstärker oder sowas. Oder Eier. Ja, nee, das Problem ist einfach, dass das Redstone das nicht da kombiniert. Das läuft falsch. Der Schalter hängt nicht am Redstone, oder doch? Doch, normal schon. Doch, das stimmt. Doch, der hängt schon dran. Der Schalter hängt am Redstone. Naja, vielleicht geht das einfach nicht mit dieser Schiene. Doch, das ist die richtige Schiene, ist er schon. Wenn ich da drüber fahre, aktiviert die was. Guck. Aber durch das Aktivieren von hier wird der Schalter nicht umgelegt. Naja, ja, genau. Und weil der Schalter nicht umgelegt wird, wird das Ding unten nicht umgelegt. Richtig. Das hängt alles zusammen, das sind alles Kausalitäten. Zusammenhänge. Warte mal, Bergi. Streberscheiße. Dann lass doch einfach den Schalter an der Wand und mach diesen Rest und Zeug da weg. Ich wollte die Geschichte erst zu Ende erzählen. Und zwar haben wir dann immer Lernkreise gemacht. Und ich war immer der nie die Hausaufgaben gemacht hat und hab dann nie was verstanden, was die erzählt haben. Und dann habe ich immer so gelacht. Und hab die alle aus dem Konzept gebracht. So wird sich der Vollidiot, der keine Ahnung hat, nichts gelernt hat. Und dann immer.
Ja, oh, du kriegst das nicht hin, guck. Weil das, ja, das, ja, da musst du halt selber auf den Schalter drücken. Drück mal jetzt auf den Schalter, wenn du vorbeifährst. Das ist doch scheiße, so muss das doch nicht sein. Du drückst doch auch nicht auf der Notbremse, wenn du mit der Bahn fährst. Doch. Alter. Du hältst automatisch bei der Station an. Ja, das funktioniert halt leider nicht so, wie wir uns das vorstellen. Nee, ich glaube auch. Aber woran liegt das? Wieso fahre ich jetzt zurück? Was war das jetzt? Fahr mal, komm mal jetzt. Ja, der legt das nicht um, guck, das ist scheiße. Der legt das, warum legt der das? Ich weiß, warum der das nicht umlegt. Doch, hat er ja. Ja, hat er, das ist eigentlich verboten. Aber vielleicht ist er ja mit der Schiene nicht verbunden. Doch, ist er ja. Doch, ist es, leuchtet ja alles und so. Das ist ja der letzte. Das tut schon so machen, wie es soll. Aber irgendwie funktioniert es halt nicht. Nee, so wie wir wollen, ne? Nee. Ach, weil du da immer stehst, deswegen. Au. Moinste? Was ist los hier? Nö, wir müssen uns beraten lassen. Da freue ich mich auf die Kommentare. Ja. Da kommt wie so eine Anleitung so mit. Ah, warte mal, wieso geht das hier nicht? Wir haben es ja mal versucht. Ja. Genau. Also so, Lego-Technik ist nicht für uns. Nee. Wir sind ja so die Playmobil-Menschen. Ja, allerdings. Aber zu mir braucht man da, wenn man hier rumfährt, dann braucht man nämlich ordentlich Geschwindigkeit. Hm? Ja, weil der Weg ist lang. Der Weg ist lang und weit und Peckys reich. Deswegen braucht man da auf jeden Fall noch ein bisschen Speed. Hm? Ja, Speed. Peckys reich, Speed. Comprende, Signora? Hm. Wo kommst du denn hier an? Ja, das ist ja noch nicht mal ausgebaut hier bei dir. Ja, du bist lustig, ey. Machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich baue an deiner Supervilla. Ach, stimmt, da war ja was. Ja. Aus dem Weg, ich komme. So, ja, das geht wunderbar, da ist man super schnell in Paxters Reich. Okay. So, und dann fährt man hier vor und dann ist hier nämlich. Ja, wir haben es ja ganz gut hingekriegt. Bei mir ist noch ein bisschen, sag ich mal, bei mir ist so eine ewige Baustelle mal wieder entstanden durch dieses Clip-Clap-System, was wir hier haben. Ja. Was wir noch nicht richtig überblicken können, wie das funktionieren soll. Aber es ist ja zumindest mal angedacht. Ich baue dann erstmal, glaube ich, hier so ein. Vorerst mal so ein Stoppding rein. Ich weiß noch nicht. Ein Holzblock, wo das dann stoppt. Funktionieren soll hier. So. Hier mal anhalten. Und dann haben wir das erstmal, würde ich so behaupten. Es ist zumindest mal ansatzweise fertig. Ich habe schon seit 10 Stunden kein Tageslicht mehr gesehen. Ja, das ist wahr. Hier drin bist du auch kirre, ne? Ja. Das ist immer unterirdisch. Das ist so, weißt du, so Bergarbeiter-Feeling so. Ja, ist nicht so meins. Schon lieber mir so was übertan. Haben wir denn eigentlich noch aus den letzten Sessions mitgenommen? Wir hatten doch noch, ich hatte doch sogar Jade, ja. Müssten wir mal eintauschen. Ja, bei den Typen da. Die Ewoks, die müssten wir sowieso nochmal wiederfinden. Zu dem müssten wir mal Gleise bauen. Ja, das stimmt. Da müssten wir mal so einen Schienenverkehr hinbauen. Ja, die Ewoks wären interessant. Ich muss mir mal das ganze Schienenzeug ein. Ich wollte mir ganz gerne eine Achterbahn bauen um meine Villa rum. Ich geh mal schlafen. Ja, ich auch. Ich war eh gerade im Keller. Gehst du mit? Ja, ich geh mit, ne? Da kommt schon wieder was angeschissen. Schnell. Warum habe ich denn immer noch kein Bett in die Villa gelegt? Ich verstehe das nicht. Bin ich nicht sicher, du. Bis morgen, liebe Leute. Bis morgen.